für dich passt, Daniel, hast du Aufziehen frei. Fahrgurte frei, Druck auf die Bremse. Nach links laufen, rechte Hand ist tiefer. Nimm mal die Hände ein bisschen näher zum Körper, jetzt musst du mehr anbremsen, sonst klappt er. Okay, Daniel. Start war super, hast super gefühlvoll gemacht. Beim Runterlaufen versuch mal, deine Hände nicht so weit vom Körper. Schau mich mal an, du läufst so runter. Versuch mal eher die Hände am Körper. Ja? Und jetzt am Schluss hättest du den Schirm deutlich mehr anbremsen müssen. Der hat Fahrt aufgenommen, ist jetzt nach vorne gekommen und ist deswegen dann auch eingeklappt. Druck auf die Bremse. Hände höher. Führ die Hände höher. Ja, lass sie so die Hände, alles gut. Land nach links Richtung Bauernhof jetzt ein. Und durchbremsen. Ja, schauen wir, ob noch eine Laufübung mal. Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Für dich passt, Daniel hast Aufziehen frei. Jetzt gib Gas, komm, lauf! Mehr Druck auf die Bremse, mehr Druck auf die Bremse! Jetzt gib ihn langsam frei, nicht auf die Bremse, gib ihn frei. So, jetzt geh auf die Bremse. Nicht, jetzt gib ihn. So, draufbleiben, ja, okay. Das heißt, immer wieder freigegeben und nicht. Bleib dann lieber dabei, dass du entweder komplett freigibst und kurz vor der Landung wieder komplett durchbremst. Oder aber, du. Gehst früher auf die Bremse und leitest gleich die Landung ein. Jetzt hast du wieder freigegeben, dann hat der Schirm wieder Fahrt aufgenommen, hat sogar wieder Höhe produziert und hat nicht genau gewusst, was du jetzt wolltest. Will er jetzt landen oder nicht oder was? Das hat der Schirm jetzt nicht gecheckt. Also entweder dabei bleiben und die Landung komplett durchziehen, Hände unten lassen, oder aber wenn du sagst, das reicht mir von der Höhe noch, ich bin noch nicht so weit, dann lass ihn fliegen und aber Start war einwandfrei. Start hat mir gut gefallen. Das heißt echt gut drauf, Daniel. Das mit dem Starten, das passt super. Jetzt kommst du nochmal hoch und wir machen mal eine Startabbruchübung und dann gehen wir noch ein Stück höher. Für dich passt, hast du Aufziehen frei. Abbruch! Okay, hat gepasst, war zwar jetzt nicht rechts rum, sondern links rum, warum auch immer, aber Hauptsache, du behältst das System bei. Ja, ist okay, passt, ja. Druck auf die Bremse, gib Gas. Ja, lass ihn fliegen, Hände höher, du machst eine Linkskurve, Hände tiefer ein bisschen. Lass die Hände so, wie sie sind jetzt. Lass sie so, wie sie sind. Linkskurve. Gut, bleib so. Lass die Hände so, wie sie sind. Und jetzt Landung tiefer. Okay. Ja, der erste richtige Flug jetzt mal. Ja? Schau mal in der Luft, dass die Hände ein bisschen ruhiger bleiben, dass du mehr Ruhe ins System reinkriegst. Und die Landung hast du ein bisschen verschlafen jetzt. Da hättest du deutlich früher durchbremsen müssen. Da hast du eigentlich schon Bodenkontakt gehabt und dann hast du erst mit dem kompletten Durchbremsen begonnen. Drum bist du jetzt auch so schnell da unten eingelandet, weil der Schirm einfach noch sehr schnell war. Also da kannst du dann schon ein Stück weit früher die Bremse komplett unter den Popo bringen und da auch nach links unterlaufen, genau, ja, und gib Gas. Bleib laufbereit, super. Nach rechts jetzt steuern, leicht nach rechts, ja. Bleib so, super. Genau, die Richtung behältst du jetzt bei. Wir fliegen Richtung Bauernhof, das ist schon dein Landeanflug. Bleib ein bisschen auf der Bremse jetzt. Bleib so. Nach links ein bisschen steuern, nach links, leicht nach links. Leicht nach links. Und durchbremsen. Ja.
bisschen mehr Bremse, sonst klappt er dir. Ja, lauf noch, gib Gas, linke Bremse mehr, jetzt ist vorbei. Leider kein Bier. Hast du am Start, Daniel, war super, hast echt gut gemacht. Der Schirm kam schief, weil du die Leine nicht vernünftig sortiert hattest. Hast gemerkt, aber du hast dann super reagiert, hast ihn sauber unterlaufen, bist gleich nach links weggelaufen, hast gegengesteuert, wunderbar, hast perfekt gelöst. Und ich glaube, in der Luft wird es auch ein bisschen ruhiger bei dir, kriegst jetzt das Gefühl für die Luft. Jetzt musst du einfach noch schauen, bei der Landung kannst du immer noch einen kleinen Tick früher durchbremsen. Ja? Ja. Nach rechts laufen bitte. Nimm mal die Arme näher zum Körper. Du musst nach links laufen, rechte Hand tiefer. Mehr Bremse, jetzt ist es vorbei. Gut, super Daniel. Nimm auch du das mit für morgen und dann packen wir zusammen.